Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und mir wurden wieder ein paar Parks eingeschickt und ich bewerte heute einen Park von Ido. Der Ido hat mir das Ganze per E-Mail zukommen lassen. Die E-Mail-Adresse schreibe ich unten in die Videobeschreibung. Also falls ihr mir auch eure Parks per E-Mail schicken wollt, dann dürft ihr das gerne tun. Ansonsten könnt ihr das auch hochladen und mir dann den Link zu dem Download im Discord schicken. Ich lese jetzt mal ganz kurz vor, was der liebe Ido zu der E-Mail noch dazu geschrieben hat. Hier ist mein JWE-Park für dich. Ich habe hier jedes Gebäude und jeden Dino benannt, außer die Futterspender. Also guck auch bei den Toren, Läden, Helikopter und bei dem Ankunftsort. PS, die Ausbrütstation heißt bla bla bla. Das ist ein kleiner Spoiler. Werde ich gleich zeigen, wie sie heißt, weil, ja, egal. Ich erkläre euch das gleich, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir starten jetzt in den Park und dann geht's los. So, da sind wir bei meinen Speicherständen. Und ihr seht schon, das hier ist der Park von Ido. Das Ganze heißt Park for Dundee, also der Park an sich hat keinen Namen. Vielleicht ist ja beim Ankunftsort dann ein Name für den Park zu finden. Falls ihr euch fragt, warum ich immer schon hier so einen automatischen Speicherstand habe, ob ich mir den Park schon vorher angucke, ich teste nur, ob der Speicherstand funktioniert, aber ich schaue mir den Park nicht vorher an. Also ich schaue mir den mit euch gemeinsam an, das ist keine Sorge. Ist halt immer nur ein Test, ob der Speicherstand geht. Und ich würde sagen, wir laden das Ganze und dann geht es hier direkt los. Ladezeiten sind hoffentlich jetzt nicht allzu lang. Genau. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr dürft mir gerne Parks einsenden. Ihr braucht auch keinen Kommentar oder so schreiben. Schickt mir die einfach. Und falls ihr mir die per E-Mail schicken solltet, dann schreibt mir trotzdem nochmal im Discord, dass ihr mir einen Park geschickt habt, damit ich auch weiß, von wem der ist. Und damit ich weiß, dass ich einen bekommen habe, weil ich checke meine E-Mails nicht tagtäglich. Und hier geht's los. Direkt auf den Ankunftsort gezoomt. Und hier steht ein Jeep. Was ist das denn? Die Popo-Kicker. Ah ja. Okay, da fahren sie, die beiden. Warum auch immer er das gemacht hat. Höllentor heißt das Ganze, okay. Heißt der Park jetzt Höllentor oder nur der Ankunftsort? Kein Plan, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze an. Wir zoomen einmal raus und machen uns einen Überblick und dann gehen wir die einzelnen Sachen nochmal ab. Weil ich finde immer, von oben sieht man das immer schon ganz schön. Oh ja, das sieht schon sehr, sehr schön hier aus. Ah, der Bereich ist super. Aber gehen wir gleich drauf ein, ansonsten viele Gehege. Vermutlich wieder viele Dinosaurier, so wie es aussieht. Ja, das sieht gut aus. Ich freue mich schon auf die Namen. Er hat auch gesagt, dass einige, ja, so Easter Eggs-mäßig eingebaut sind. Von wegen mit dem, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir werden es rausfinden, hoffentlich. Keine Ahnung. So, dann gehen wir mal gucken hier. Also, hier geht der Weg ab. Besucherweg in beige, Industrieweg in grau. Finde ich immer sehr, sehr schön. Hier vorne gabelt sich das Ganze. Ich finde, das ist sehr, sehr schön geworden hier mit der Gabelung. Ist echt eine super Gabelung geworden. Hier auch schön mit dem Zaun entlang gearbeitet. Hier direkt das Gewässer. Aber ich würde sagen, wir schauen uns erstmal kurz den Industriebereich hier an. Da haben wir nämlich einmal ein ACU-Zentrum. Das heißt I Believe I Can Fly. Und eine Ranger-Station. Station der dummen Leute. Ah, so. Okay. Wir sind Bibi und Tina. Die wilden Kerle und die Popo-Kicker. Ah ja. Alles klar. Hier auch sehr schön gemacht mit dem Weg. Bis hier vorne. Schade, obwohl ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man hier direkt dran bauen kann. Ich finde es aber gut, dass du hier so einen Weg gebaut hast. Und ich glaube, du hast auch immer das Stück hier in dem anderen Grau nochmal gemacht. Aber der Industriebereich ist jetzt nicht so spannend. Ich möchte jetzt hier auf diesen wunderschönen Bereich schauen. Solche Bereiche mit einem großen Gewässer finde ich ja immer super. Wir haben hier schön die Einschienenbahn. Wo ist denn eigentlich die Einschienenbahnstation? Ach, die ist gar nicht hier im Eingang, ne? Ne, die kommt irgendwo da hinten. Auf jeden Fall, wir haben ein schönes Gewässer hier, ein großes. Was mir persönlich sehr, sehr positiv direkt auffällt, ist, dass du eine sehr schöne Kombination aus eckigen Kanten und Rundungen gemacht hast. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass du hier so eckig gemacht hast, dann hier eine Rundung. Hier vorne auch nochmal so eine kleine Rundung drin. Das finde ich auch nice. Ah, hier verbreitert sich der Weg. Ah. Auch sehr, sehr schön gemacht hier. Schöner Übergang. Ist auch gar nicht so einfach, so einen Übergang zu machen, von so einem kleinen Weg auf einen größeren. Genau, dann hast du hier nochmal eine kleine Rundung drin. Ansonsten eckig. Finde ich sehr, sehr schön. Bis hier vorne hast du den Zaun geführt. Sieht super aus. Ist jetzt nur schade, dass man hier keinen Mosasaurus reinmachen kann. Das wäre super, ne? Ansonsten hier immer schön alles umzäunt. Hier ist eine Saufbude. Ein Bitte-Einmal zum Mitnehmen. China-Schrott. Souvenirladen. Ja, der Souvenirladen, der eignet sich natürlich super für solche Ecken, wie du sie hier hast, weil ich finde den Eingang von dem Souvenirladen sehr, sehr schön, weil er so schön rund ist.
Ansonsten hast du noch ein Restaurant, eine Fressbude, ein Gucci-Geschäft, das ist wahrscheinlich der Klamottenladen, ne? Ja. Ah, sehr schön. Und hier vorne geht dann wieder ein Industrieweg ab. Oh, sogar ein Dreiertor da hinten, aber da kommen wir gleich zu. Was haben wir denn hier noch? Die Muckibude. Was sind das? Ach, ein Kegelzentrum oder ein Kegelcenter. Ja, auch sehr schön. Genau. Dann kommen wir hier vorne zu einem Innovationszentrum. Ich bin am wichtigsten. Ja, das Innovationszentrum ist natürlich immer schön der Mittelpunkt. Was mir hier wieder sehr, sehr gut gefällt, ist, dass du. Die meisten Leute machen es immer rund. Ich habe es bis jetzt auch immer rund gemacht. Aber ich finde es schön, dass du hier so eine eckige Optik gemacht hast. Also so ein. Ist das ein Hexagon? Ich glaube, das ist ein Hexagon, ne? Korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Sehr, sehr schön gleichmäßig. Sieht nice aus. Gefällt mir. Vielleicht kriege ich ja hier auch die ein oder andere Inspiration für mein nächstes Bauprojekt. Ja, genau. Hier ist ein Hexagon. Und jetzt gehen natürlich viele Wege ab. Nach rechts, nach hier oben. Ich würde sagen, wir schauen. Wo gehen wir denn am besten lang? Wir gehen erstmal hier zu diesem Gehege hier, oder? Ja. Hier sind nämlich direkt drei Beobachtungsstationen. Hier geht sogar so ein bisschen bergauf, wie ihr seht. Oh, hier ist ja auch schon ein Gehege. Ah, lol, das habe ich gar nicht gesehen. Du hast ja den Platz mega gut genutzt. Hier ist nämlich auch schon ein kleines Gehege. Auch sehr, sehr cool, wenn hier dann Dino reinkommt und dann so eingeklemmt ist. Nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Nubine, ein Trodon. Ah, Trodons sind hier. Ach, wie schön. Schauen wir doch mal eben aus der anderen Perspektive. Genau, hier ist ein kleines Trodon-Gehege. Das gefällt mir. Was haben wir hier noch? Randine, die erste. Nubine. Nubi? Die schlafen gerade alle. Und Randy. Okay. Die machen alle Nickerchen gerade. Wie süß ist das denn? Hast du aber schön gemacht hier, den freien Platz direkt genutzt mit so einem Gehege. Auch auf der Schrägen, ne? Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer. Hier unten hast du die Futterspender, hier oben das Gewässer. Hast du gut gemacht. Hier das Dreiertor finde ich sehr interessant. Also das ist wirklich High Security hier. Ich lasse dich nicht durch Nummer 1, ich lasse dich nicht durch Nummer 2, ich lasse dich nicht durch Nummer 3. Sehr, sehr gut. Ja, da hast du natürlich eine sehr, sehr sichere Schleuse. Wahrscheinlich wird ein krasser Fleischfresser drin sein. Und das sieht mir auch danach aus. Das ist, glaube ich, ein T-Rex, ne? Jo, hier in dem großen Gehege. Ist das eigentlich die Mitte des Parks? Nee. Okay. Oh, der Park sieht echt interessant aus vom Aufbau. Hier hinten hast du nochmal so einen separaten Bereich. Okay. Das ist auf jeden Fall ein T-Rex hier vorne. Der heißt Von und zu Dandemann. Oh, ich bin in deinem Park verewigt. Wie schön. Cooler Skin auch. Mag ich sehr gerne. Das ist nämlich der Küstengebietsmuster-Skin. Den hatte ich, glaube ich, auch in dem letzten Battle Royale, wo wir die Kreidezeit-Fleischfresser gegeneinander antreten lassen haben. Da hat auch jemand gefragt, welcher Skin das ist. Jetzt weißt du es. Hier drei Beobachtungsgalerien. Finde ich auch cool. Dann hat man auf jeden Fall genug Plätze, die mich dann beobachten können. Sehr, sehr nice. Das Gehege an sich, was hat denn das für eine Form? Ah, da hast du auch ungefähr den Stil beibehalten hier, den du hier auch verwendet hast, diesen Hexagon-Style. Finde ich gut. Sieht nice aus. Ah, hier sind noch einige andere Gehege. Aber ich weiß nicht, wann wir dazu kommen. Wir kommen erst gleich dazu, weil der Weg da hinten ist hier. Oh, hier ist auch das große Pflanzenfressergehege. Machen wir erstmal weiter. Wir wollen uns jetzt ja hier nicht abbringen lassen. Ich versuche mal den Park so durchzugehen, wie ich auch als Besucher durchgehen würde, von den Wegen her. Also man kommt dann hier an, schaut sich den T-Rex an, findet das natürlich mega geil, geht dann vielleicht hier zurück und dann nach rechts hier vorne. Was haben wir denn hier? Hier haben wir erstmal noch ein weiteres Gehege, sehe ich gerade. Wieder so ein schönes kleines Gehege, so wie bei den Trodons. Sind das Raptoren? Das sind tatsächlich Raptoren. Wie viele? Drei Stück. Da haben wir einmal. Ich fresse dich. Okay, ich kann es nicht genau lesen. Ich fresse dich, der dritte. Ah, okay. Die heißen alle Ich fresse dich. 1 bis 3. Ah, ich finde das cool, dass du immer die Plätze so genutzt hast mit so kleinen Gehegen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Oh, ein Indominus Rex. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auch hier hast du den Hexagon-Style beibehalten. Das ist ja schön. Wie heißt der denn? Ido in Form von Ultra-Godzilla. Ah ja, okay. Da ist er. Sehr, sehr schön Skin. Auch einer meiner Lieblingsskins, nämlich das Regenwaldmuster. Na, schrei einmal für uns, komm. Du willst es doch auch. Okay, nee. Er will lieber verschwinden in den Wald, sodass die Kamera rauszoomt. Okay, dann stören wir ihn nicht weiter. Hat man ja direkt Highlights hier, also das ist schon krass. So zwei kleine Gehege, dann hier ein T-Rex, hier ein Indominus Rex. Hier vorne hat man dann nochmal so einen kleinen Bereich. Mit dem Weg hast du sogar richtig gemacht, weil diese Zentren sind ja sogar für die Besucher. Das ist ja, glaube ich, hier ein Sicherheitszentrum und ein Wissenschaftszentrum. Lasst mich nicht lügen. Der Nerd Club und die Bodyguards.
Ich finde es super, dass du alles benannt hast. Das ist echt toll. Oh, du hast ja sogar die... Eieiei, du hast sogar die Sachen benannt. Ich glotz dich an Nummer 4, okay? Ich lass dich nicht durch Nummer 6. Ah, schön, okay. Aber da hast du dir echt Mühe gegeben, dass du jedes einzelne Tor benannt hast. Hier vorne ist auch nochmal so ein dicker Platz. Den Zweck davon, um ehrlich zu sein, verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich meine, hier ist nur ein Tor. Vielleicht hattest du hier noch was geplant und vergessen oder so? Ansonsten weiß ich nicht. Oder einfach so zur Optik. Keine Ahnung, auf jeden Fall, der Platz erschließt sich mir nicht so ganz. Oh, hier hinten haben wir dann das, oder die Ausbrütstation, das Dino-Bordell. Genau, das hat er mir noch geschrieben in der E-Mail, das wollte ich euch noch verraten. Er hat gesagt, dass das so heißt. Falls ich das im Stream nicht zeigen will, dann brauche ich da ja nicht rüberhavern. Aber das stört mich natürlich nicht, ist ja nicht schlimm. Also das Ganze heißt das Dino-Bordell, finde ich sogar sehr, sehr witzig. Hier hinten hast du noch einen Beobachtungsturm gemacht, finde ich auch gut, wenn die Gäste mal so ein Ausbrüt oder so eine Freilassung beobachten wollen. Wie heißt denn das Ganze? Ich guck dich an, Nummer 1, okay. Hier haben wir nochmal ein Tor. Oh, das hast du vergessen. Haha. Das hast du vergessen. Vergessen. Vergessenes. Nee. Vergessenes. Ich bin gerade zu doof zum Schreiben. Egal. Vergessenes Tor. So. Dann gehen wir wieder zurück. Haben jetzt schon einiges hier gesehen. Und jetzt haben wir die Wahl. Entweder wir gehen hier in die Hab keinen Bock zu laufen Station. Oder wir gehen den Weg weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den Weg weiter. Nämlich hier vorbei und dann kommen wir hier schon zu der ersten Gyrosphärenfahrt. Ach, wie cool. Was haben wir denn hier überhaupt? Sieht so ein bisschen sumpfmäßig aus hier, ne, mit dem Gewässer. Hier haben wir nämlich zwei Spinoraptoren. Interessant. Miri die Unglaubliche und Indo von und zu Spino. Nice. Das ist echt einige von unserer Community verewigt. Das finde ich sehr, sehr toll. Miri wird sich auch freuen, falls sie das sieht. Auch sehr, sehr schöne Dinosaurier, ne, die, Spinoraptoren. Finde ich cool. Damit kann Indospino auf jeden Fall gut zubeißen. Geben wir uns doch mal ganz kurz hier die Gyrosphärenfahrt, würde ich sagen. Ja, nicht so, wir fahren selber. Aber das sieht cool aus, das Gewässer. Das hat wirklich so ein bisschen Sumpfoptik. So, fahren wir doch mal los. Hier den Berg hoch. Allzu viele Dinos gibt es ja hier nicht zu entdecken. Aber das Wasser sieht echt schön aus. Oh, auch hier ist noch so ein bisschen Wasser drin. Ich freue mich ja schon auf die neuen Pflanzen, ne? Weil dann kann man ein richtig gutes Sumpfgehege bauen. Und hier sehen wir die beiden Spinoraptoren. Haben ein sehr, sehr großes Gehege bekommen, finde ich. Dafür, dass es Spinoraptoren sind. Ich glaube, die brauchen gar nicht so viel Platz, ne? Oh, hier ist die Strecke natürlich ein bisschen arg steil. Also da achte ich immer ein bisschen drauf. Jetzt vielleicht nochmal ein bisschen überglätten können. Aber ansonsten passt das schon. Genau, hier kommen wir dann nochmal durch. Auch sehr, sehr schön hier mit den Säulen. Das mag ich auch gerne, wenn man das in den Gehegen hat, wenn man da durchfährt. Und hier sieht man den Zaun. Hier ist es auch wieder sehr, sehr steil. Na, ich weiß, das ist aber immer nicht so ganz so einfach. Aber in dem Gehege gefällt mir richtig, richtig gut das Gewässer. Das hat eine ganz, ganz tolle Form. Richtig schön natürlich. Richtig aus wie so ein Sumpf. Hast du echt gut hinbekommen. Okay, gehen wir weiter. Hier sind zwei Spinoraptoren. Hier war der T-Rex, oder? Ja, hier war der T-Rex. Und dann gehen wir zum nächsten Gehege. Hier sind auch Höhenunterschiede vorhanden, wie ihr seht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Also der Weg ist weiter unten als das T-Rex-Gehege, zum Beispiel da oben. Hier haben wir das nächste Tor. Ich lasse dich nicht durch, Nummer 8. Eins haben wir schon gefunden, was du vergessen hast. Ich glotze dich an. Und was haben wir hier? Schnappi, Schnappi, Schnapp. Ein Baryonyx. Ach, nur ein einzelner, okay. Aber auch wieder sehr, sehr schön viel Wasser. Der lebt ja auch gerne im Wasser. Mit dem nächsten Update muss man ja auch darauf achten. Ich schaue mal ganz kurz hier aus der Galerie. Aber da gibt es gerade nichts zu sehen. Versteckt sich irgendwo dahinter, oder? Naja, dann stellen wir mal nicht weiter. Obwohl, wir müssen noch den Namen rausfinden. Wo bist du, Baryonyx? Ach, hatten wir ja schon. Wow, ich bin vergesslich. So, dann gehen wir den Weg weiter. Hier geht's lang, hier geht's lang. Hier wäre die nächste Dingsstation. Ich habe keine Lust zu laufen, Station. Vielleicht können wir auch gleich die Fahrt nochmal am Ende machen oder so. Wenn ich nochmal so ein Fazit oder so ziehe in meinem Park. So, dann kommen wir hier zum nächsten Gehege. Was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir kunterbunte Fressmaschine. Ein Acrocanthosaurus. Ist das nur einer oder sind das zwei? Nee, das ist einer. Du hast hier auch den Platz sehr, sehr gut genutzt. Also das Gehege
so groß gemacht, wie es geht. Welchen Skin haben wir denn hier? Auch einer meiner Lieblingsskins. Aber ich denke mal, den mögen richtig viele, diesen Skin, ne? Der ist ja auch echt toll. Das ist das Dschungelmuster. Auch hier so ein bisschen hügelig gemacht. Finde ich super. Das ist gerade leider ein bisschen weit weg. Aber gehen wir weiter. Ich finde es gut, dass du es hier alles nicht so glatt und gerade hast, sondern dass du hier Berge eingebaut hast. Dadurch sieht das alles viel, viel natürlicher aus. So, kommen wir zum nächsten Gehege. Hier haben wir wieder eine Gyrosphärenfahrt. Vielleicht sollten wir die am Ende machen. Weil das ist, glaube ich, das Pflanzenfressergehege. Finde ich ja immer schön. So große Pflanzenfressergehege. In die Kamera wollte ich mal gehen. Ja, hier sind auch einige Dinos drin. Auch nicht überfüllt, aber es sind schon einige drin. Obwohl, wir machen die jetzt, Leute. Kommt. Wir schauen mal kurz die Dino-Namen hier an, was wir da haben. Da haben wir Archaeornithomimus. Auch ein ganz, ganz schlimmer Name. 2 Meter großer Truthahn. Ark-Ark. Nutzloser Schnönling. Okay. Nutzlos. Ich finde die gar nicht so nutzlos. Ich mag solche kleinen Gullis oder... Ja, ich will den Namen nicht nochmal aussprechen. Finde ich eigentlich immer ganz cool. Ich finde, die geben so ein Gehege. Die gehören einfach in so ein Gehege, finde ich, rein. Dann haben wir hier Apatos. Ich bin schon ein großer Junge. Du bist aber groß geworden. Und Riese Willi. Da kommt auch gerade eine Kugel angefahren. Und hier hinten, was haben wir denn da? Da haben wir Hyangosaurus Spike. Spice Hyangosaurus, der zweite. Dann haben wir hier noch Pentaceratopse, nämlich Cera und Cera. Wow. 4-mal verschiedene Schreibweisen. Nicht schlecht. Und das war's, glaube ich, schon an Dinos, ne? Dann würde ich sagen, fahren wir mal ganz kurz hier durch. Rucki-zucki. Ich gebe Gas, ich hab Spaß. Na, ich mache ja immer viel, viel mehr Dinosaurier in meinen Pflanzenfressergehege. Von der Größe her hättest du auch noch sogar mehr Dinos reinmachen können. Aber zu viele Dinos ist natürlich auch nicht schön. Vielleicht hättest du die Verteilung der Dinosaurier noch ein bisschen besser machen können, weil du siehst ja, hier sind alle auf einem Fleck. Ich habe jetzt die halbe Fahrt hinter mir und habe noch nicht ein Dino gesehen und jetzt kommen auf einmal alle. Da hinten stehen sie alle. Ah, da ist die Einschienbahn, wie schön. Genau, hier haben wir die Pentas und die Hangus. Im Hintergrund sehen wir schon ein Apato. Die sind immer weiter. Ich versuche mich auch echt ein bisschen zu beeilen, weil sonst wird das Video zu lang. Da haben wir 2 Apatos. Der dritte versteckt sich anscheinend gerade. Hä? Wo ist der dritte? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, da hinten im Wald. Seht ihr, versteckt sich. Oh, da sind auch noch welche. Habe ich die von übersehen? Ne, die sind darüber gerannt gerade, ne? Die Hyangos. Ich glaube schon. So, fahren wir weiter. Ich glaube, viel mehr gibt es hier gar nicht zu entdecken. Alter! Komm mal runter, Bruder. Beruhig dich. Oh, der nächste Angriff. Ganz schön fiese Dinger. So, dann fährt man hier nochmal rum. Was wäre schön gewesen, wenn auch noch hier irgendwie Dinos hinkommen würden. So ein bisschen in den Eingangsbereich und sowas. Aber was ich wieder sehr positiv finde, ist, dass du nicht alles so vollgeklatscht hast mit Wald. Dass du auch mal so ein paar einfach Flächen hier hast. Das mache ich immer viel zu wenig. Ich mache immer viel zu viel Wald in vielen Gehegen. Das ist echt doof. Und dieser Bogen hier sieht schön aus. Passt sehr, sehr gut hier zu dem Gebäude. Hast du auch da vorne gemacht, ne? Ja. Super, nice. Dann haben wir hier nochmal am Ende, sieht auch schön aus hier mit dem Weg, ein Beobachtungsturm. Ich gucke dich an. Da haben wir nochmal eine sehr schöne Sicht hier, wobei die Dinos sich gerade verstecken. Da hinten sehen wir die Archaeos. Hier durch die Bäume so ein bisschen die Apatos. Ansonsten kriegen wir gerade, glaube ich, nichts zu Gesicht. Und dann sind wir ja schon wieder in der Sackgasse. Okay. Irgendwo bin ich jetzt... Ne, man kommt hier vorne gar nicht hin, ne? Da kommt man nur mit der Einschienbahn hin. Ach, wie cool. Okay, dann müssen wir jetzt Einschienbahn fahren, so wie es aussieht. Wo kann man denn hier einsteigen? Wir müssen ja fast hier einsteigen oder da. Das Problem ist nur, die fährt gerade in die falsche Richtung. Egal, Leute, wir fahren das mal eben so ab. Ich glaube... Wir beobachten mal eben, in welche Richtung sie fährt. Wenn sie jetzt nach hier fährt, dann gehen wir gleich so die Strecke ab. Ansonsten fahren wir damit. Ah, sie fährt leider in die falsche Richtung. Gut, fliegen wir das Ganze mal eben so ab. Hier kommt man nochmal über ein schönes Gewässer. Ist das hier ein Gehege? Oder nicht? Nee, das ist einfach so mal ein Gewässer. Mache ich auch viel zu selten. Einfach mal so ein Gewässer. Die meisten Gewässer befinden sich bei mir in meinen Gehegen. Genau, dann kommt man hier ran. Oder hier raus. Ich habe keinen Bock zu laufen, heißen die alle.
Kann man die eigentlich unterschiedlich benennen, die einzelnen Stationen? Eigentlich schon, ne? Oder? Oder ist das, wenn das verbunden ist, immer alles Einnahme? Ja, ist ja auch egal. So, wir kommen hier raus, können uns entscheiden, entweder wir biegen hier ab oder hier. Hier hast du eine sehr schöne eckige Optik gemacht, also alles in viereckig sozusagen. Da vorne hast du alles in so Hexagon-Optik gemacht. Ja, bis auf hier vorne die Gehege natürlich. Und hier hast du alles so ein bisschen eckiger gemacht. Ich habe auch gerade schon, mir ist gerade schon was aufgefallen, was ich cool finde. Du hast hier, glaube ich, 5 Gehege. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier hast du so ein Entwicklungslabor, was du auch nicht benannt hast. Ja, wieder erwischt. Ja, das Tor hast du auch nicht benannt. Und hier hast du sozusagen so einen Bereich, der als Schleuse dient. Du kannst dann sozusagen hier einen Dino freilassen. Hier machst du das Tor auf. Und dann machst du dementsprechend das Tor auf, wo der Dinosaurier hingehen soll. Ziemlich smart. Solche Methoden benutzt man sehr, sehr gerne im Herausforderungsmodus. Egal, wir gehen mal weiter. Kommen wir hier ins erste Gehege. Da haben wir Beobachtungsgalerie. Ah, hier hast du einige Sachen vergessen zu benennen. Habe ich dich erwischt. Da haben wir ein Giganotosaurus. Schöner Skin. Mag ich auch sehr gerne. Aber der Giganote zum Beispiel, der hat doch jetzt viel weniger Platz. Warte mal. Der Giga hier hat doch viel weniger Platz als die Spinos, oder? Die Spinoraptoren. Bräuchte der nicht eigentlich mehr Platz? Sieht zu klein aus. Scheint aber glücklich zu sein. Ah gut, die Sachen sind doch ausgestellt. Wahrscheinlich, wenn die an wären, wäre der wahrscheinlich unglücklich. Wie heißt der denn, der gute Giganoto? Ich will mich jetzt auch ein bisschen beeilen hier. Zelda-Fanboy. Kommen wir zum nächsten Gehege. Da haben wir einen... Was liegt denn da? Ist das ein Carcharodonto? Ja. Bin immer nur der Zweite. Wieso das? Das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung, ne? Also, dass der Zelda-Fanboy heißt, das ist die Anspielung darauf, dass Zelda-Fanboy mit dem Giga im letzten Battle Royale gewonnen hat. Aber wofür steht denn die Anspielung? Immer nur der Zweite. Ist als Vorletzter ausgeschieden? Bin mir gerade nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. So, kommen wir zum nächsten Gehege hier vorne. Ach, hier ist gar keine Sackgasse. Hier könnte man auch rumlaufen. Aber ihr seht schon wieder, er hat hier wieder gut getrennt mit Industrieweg. Hier vorne, wo das Hammond-Entwicklungslabor ist, hat er wieder mit dem Industrieweg weitergebaut. Sehr, sehr schön. Hier hast du die Rundung beibehalten, die du auch vorhin schon verwendet hast. Finde ich auch sehr gut. So, was haben wir hier? I'm a bad, bad girl. Ein Allosaurus. Schauen wir doch auch mal. Hallo, hallo. Ah, den dunklen Skin. Den mag ich auch. Der Allosaurus hat allgemein nicht so spannende Skins. Aber die sehen eigentlich alle ganz cool aus. Er hat gerade aber auch nicht so Lust, beobachtet zu werden. Die Futterspender direkt hier vor der Galerie, dass man den Allo gut beobachten kann dabei. Er versteckt sich leider gerade. Und dann haben wir noch zwei weitere Gehege. Einmal das nächste hier. Da haben wir einen Suchomimus, der heißt Schnappi. Passend zu dem Baryonyx. Der ist ja Schnappi, Schnappi, Schnapp, ne? Schnie, Schnur, Schnappi. Vielleicht kriegen wir das Lied vollständig. Vielleicht hast du ja noch... Obwohl, wir haben fast alle Dinos gesehen, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr. Der rote Skin kann man immer auf jeden Fall machen. Der sieht nice aus. Das ist das, auch das Dschungelmuster. Sehr, sehr gut aus. Auch wieder richtig schön viel Wasser hier drin. Und das Wasser sieht auch sehr nice aus. Geht auch so über an das nächste Gehege. Und ich sehe schon. Ja, wir haben einen Spino da. Deswegen hast du das auch gemacht. Finde ich super. Ist das nur einer? Ja, ein Spinosaurus. Und der heißt Ultra Schnappi. Okay. Auch natürlich schöner Skin hier. Mein Lieblingsskin, Regenwaldmuster. Versteckt sich leider auch gerade im Wald. Also will nicht beobachtet werden. Aber ich glaube, das war's soweit, ne? Das war, glaube ich, dein Park. Oder habe ich was vergessen? Ich gehe nochmal in die andere Perspektive. Dann kann ich es nochmal besser sehen. Den Bereich habe ich. Pflanzenfresser habe ich gerade gemacht. Hier war ich, hier war ich, hier war ich. Den habe ich auch gesehen. Ich glaube, ich habe alles gesehen, Leute. Ich finde den Park persönlich wirklich sehr, sehr schön. Also hast du gut gemacht. Ich finde, du hast einen coolen Stil benutzt. So, das finde ich hier sehr, sehr cool mit den Rundungen und den Ecken. Und dass du so viel diesen Hexagon-Stil benutzt hast. Finde ich auch nice. Vielleicht könnte man ja am Ball einen Park bauen, der nur mit so Hexagons gemacht ist. Wahrscheinlich sind das gar keine Hexagons und ich sage es die ganze Zeit falsch. Aber ich glaube schon, dass so ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eck-Hexagon heißt. Ich glaube schon. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu diesem Park in die Kommentare auf jeden Fall schreiben. Und falls ihr einen Park habt, den ihr einsenden wollt, den ich mal bewerte, dann könnt ihr mir den gerne auf meine E-Mail-Adresse schicken oder im Discord. Das Ganze ist in der Videobeschreibung nochmal genauer, wie ihr das machen könnt. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, haut rein. Euer Dani.